Die Ermittlungen zum Großbrand des Bremer Modehauses Harms am Wall haben eine überraschende Wendung genommen. Beim Feuer am 6. Mai war das traditionsreiche Textilgeschäft in der Bremer Innenstadt völlig ausgebrannt. Zwei angrenzende Häuser wurden stark beschädigt. Es entstand ein Schaden in zweistelliger Millionenhöhe. Am Mittwoch wurde der Geschäftsführer Hans E. vorübergehend festgenommen. Der Tatvorwurf geht derzeit dahin, dass wir zum einen einen besonders schweren Fall der Brandstiftung als gegeben ansehen, dann den Versuch eines Betruges im besonders schweren Fall und auch das Vortäuschen einer Straftat. Hans E. hatte angegeben, am Abend des 6. Mai in seinem Büro von zwei maskierten Männern überfallen worden zu sein, die ihn zwangen, den Tresor zu öffnen und ihn schließlich in einer Toilette einsperrten, von wo er aber fliehen konnte. Ein Überwachungsvideo liegt nun vor, doch die Aussagen des Geschäftsführers waren offenbar derart widersprüchlich, dass es zu den Ermittlungen und der vorläufigen Festnahme kam. Der Haftrichter sah jedoch keinen dringenden Tatverdacht, sodass Hans E. wieder freigelassen wurde. Wir werden jetzt zunächst einmal uns mit den Gründen auseinandersetzen, die das Gericht dazu bewogen haben, den dringenden Tatverdacht nicht zu bejahen, und werden dann entscheiden, wie wir weitermachen und insbesondere wie die weiteren Ermittlungen dann gestaltet werden müssen. Bei einer Verurteilung, insbesondere wegen schwerer Brandstiftung, könnte dem Geschäftsführer ein Strafmaß zwischen 2 bis 15 Jahren erwarten.